Es ist 16 Minuten nach 6. Guten Morgen in Berlin-Brandenburg. Jetzt raus zu den Radio B2-Reportern. Leon, wo bist du unterwegs? Guten Morgen. Morgen, Norman. Ich fahre jetzt nach Berlin-Friedrichshain zum Wünschewagen. Der ist vom ASB, also vom Arbeiter-Samariter-Bund. Mhm. Und der erfüllt letzte Wünsche. Und wie der genau funktioniert und was für Wünsche da erfüllt werden, das finde ich raus. Und dann melde ich mich gleich wieder. 7.47 Uhr. Wir schalten raus zu Leon, unserem Radio B2-Reporter, wieder irgendwo unterwegs in Berlin-Brandenburg. Hallo. Ich melde mich aus Berlin-Friedrichshain und zwar vom Wünschewagen. Ich stehe direkt davor. Das ist ein Krankentransportwagen, so wie man ihn kennt, auch ähnlich ausgestattet. Wenn ich hier mal reingehe, dann kann ich hier eine Liege sehen und ein paar Kästen, in denen ein paar Sachen verstaut sind. Aber er sieht eben nicht wirklich aus wie ein Krankentransport oder irgendwie ein Krankenwagen. Denn es gibt hier erstmal schöne Panoramafenster, wo man rausgucken kann. Und es gibt einen simulierten Sternenhimmel oben. Dieser Wünschewagen, der ist dazu da, um Leuten ihren letzten Wunsch zu erfüllen, wenn irgendwann mal die Reise endet. Sita Bär vom ASB, also vom Arbeiter-Samariter-Bund, wie viele Wünsche erfüllen Sie denn jedes Jahr? Das ist pro Jahr ist es ganz unterschiedlich. Den Wünschewagen Berlin gibt es jetzt seit 2016 und in der Zeit haben wir knapp 60 Wünsche erfüllt. Dankeschön für den Moment, sieht der Bär vom ASB. Also das sieht hier eigentlich ganz nett aus. Hinten sind auch ein paar Sternchen dran und sieht jetzt nicht nach Krankheit oder Ende aus. Also ich werde jetzt in jedem Fall mal rausfinden, wie dieser Wünschewagen noch weiter funktioniert und ob es vielleicht auch ungewöhnliche Wünsche gibt. Und dann melde ich mich gleich zurück. Das ist uns überraschend. In einer halben Stunde haben wir die Infos für Sie. Radio B2 Deutschland Schlagerradio. Es ist 13 Minuten nach 8. Ein Krankenwagen, in dem Wünsche in Erfüllung gehen, den besuchen wir jetzt mit den Radio B2-Reportern. Eine letzte Fahrt ans Meer, nochmal an den alten Geburtsort. Ja, wenn der Lebensabend näher rückt, ist der Wünschewagen was ganz Besonderes. Welche ausgefallenen Wünsche da schon mal erfüllt wurden, das wollen wir jetzt herauskriegen von unserem Radio B2-Reporter Leon Thalia, der ist in Berlin-Friedrichshain unterwegs. Die Radio B2-Reporter. Der Wünschewagen vom ASB, also Arbeiter-Samariter-Bund Berlin, der ist ganz schön ausgestattet. Hinten gibt es ein paar Sternchen am Fenster und es gibt auch einen Sternenhimmel, dass wenn es also draußen dunkel ist und hier kein Licht durch die Panoramafenster reinscheint, dann kann man hier eine ganz schöne Fahrt genießen, dann kann man hier die Sterne quasi am Himmel oben sehen. Sita Bär vom ASB Berlin, Sie erfüllen ja Wünsche. Gab es da vielleicht auch ganz ungewöhnliche in den letzten Jahren? Also jeder Wunsch hat irgendwie so seinen eigenen Charakter. Es sind oft Wünsche, die damit zu tun haben, nochmal das Wasser zu sehen, also das Meer, da geht es so ein bisschen um die Weite. Und häufig haben die Wünsche mit Familie zu tun, Geburtstage, Hochzeiten, aber auch Beerdigungen, wo Menschen einfach nochmal dabei sein möchten. Jetzt Wünschen ist ja generell ein großes Thema im Leben. Jeder hat irgendwie Wünsche und Ziele, die er erreichen möchte. Sollte ich die vor mir herschieben oder ist es vielleicht was, was ich einfach leben sollte und wirklich einfach tun sollte, wenn ich es möchte? Ich glaube, das ist eine Typfrage. Also jeder ist ja ein bisschen anders. Ich kann es jetzt nur für mich persönlich sagen, weil ich über das Projekt einfach gelernt habe, dass das Leben viel schneller vorbei sein kann, weil oft auch Anfragen an uns kommen, die einfach jung sind, wo man jetzt gar nicht denkt, dass diejenigen sich schon am Ende des Lebens befinden. Und dadurch bin ich eher der Typ, der sagt, man sollte das so lange genießen, wie man das kann und dadurch sich die Wünsche so bald wie möglich erfüllen. Dankeschön, Sita Bär vom Arbeiter-Samariter-Bund hier in Berlin und vom Wünschewagen. Also bundesweit werden hier Wünsche erfüllt mit diesem Fahrzeug und noch anderen Fahrzeugen. Wird hier also, wie gesagt, auch ans Wasser gefahren oder wird nochmal die Familie besucht. Schöne Geschichte. Dankeschön, Radio B2-Reporter Leon Thalia heute aus dem Wünschewagen.